Am 31. Mai fand ein Richtfest für das neue Justizzentrum in Schwerin statt. Für die Stadt, aber auch für das Land ist ein modernes Justizgebäude von wichtiger Bedeutung. Der Neubau bringt viele Vorteile mit sich. Das neue Justizzentrum hat bessere Arbeitsbedingungen, aber auch bessere Bedingungen für Bürger. Ein Beispiel, die Barrierefreiheit. Wir haben natürlich Menschen, die hier arbeiten, die Behinderung haben, aber auch Bürgerinnen und Bürger. Und dass alles viel besser zugänglich ist. Und dass wir auch natürlich für die Nachhaltigkeit, zum Beispiel für das Energiethema, mit dieser Sanierung und diesem Neubau natürlich auch besser dastehen. Durch traditionelle Zeremonien und Bräuche wurde die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert. Hochverehrte Richtfestgäste, lasst euch grüßen aufs Allerbeste. Die Feierstunde hat geschlagen, nach harten, arbeitsreichen Tagen. Die Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz Jacqueline Bernhardt erklärt, welche Aufgabenfelder in der Zukunft in dem neuen Gebäude ausgeführt werden. Aus 4 Gerichtsbarkeiten kommen dann 5 Gerichte hier rein, das heißt das Amtsgericht, das Landgericht, das Sozialgericht, das Verwaltungsgericht und das Arbeitsgericht kommen dann hier rein, werden hier sozusagen unter einem Dach vereinigt, auch noch in den zweiten Bereich, das ist jetzt hauptsächlich hier das Amtsgericht. Wir freuen uns, dass das Amtsgericht jetzt als erstes dann aus dem Containerbau ausziehen kann. Während einer Führung wurden die Räumlichkeiten und Baufortschritte gezeigt. Bis Ende 2024 soll der Neubau bezugsfertig sein.